Dann nehmen wir uns da doch nochmal einen raus. Zick. Und dann haben wir mal wieder glatt 20 Kupfer gekriegt. Fürs Nichtstun. Zack, zack, zack. Nochmal ein bisschen Kupfer. So. Stellen daraus erstmal ein bisschen Kupfer her und dann haben wir ja schon mal wieder ein bisschen was, um daraus eventuell ein bisschen was herzustellen. So. Den Rest eigentlich auch schon mal wieder reinballern hier. Ja, wir müssen jetzt eigentlich auf die Water Sales. Das Ding brauchen wir auch nicht, das Ding brauchen wir auch nicht, das auch nicht. So. Auf die Water Sales warten. Um dann hier diesen Zentrifugal-Extractor zu bauen. Wir können aber schon mal die Advanced Machine Blocks bauen. Da brauchen wir wieder Refined Iron für. Und zwar ganze 16 Stück. Und wir brauchen. Wie hieß denn das? Carbon. Carbonplatten haben wir gar nicht. Aber wir haben Coal Dust. Coal Dust haben wir. Brauchen wir, glaube ich, auch 16 Stück von. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Und wie hießen die Dings? Advanced. Nee, haben wir nicht. Also brauchen wir dafür wieder Bronze. Bronze haben wir auch nicht mehr. Oh Gott. Brauchen wir also Kupfer. Wir brauchen Zinn. Ja, da macht doch nur 4 Mensch. So. Um dann schon mal so ein bisschen was vorzubereiten. Zack, die beiden Maschinenblöcke. Okay, wir brauchen noch nur. Ach nee, klar, logisch. Zack, zack. So, dann brauchen wir noch Bronze. Wir brauchen noch Refined Iron. Und wir brauchen noch mehr Zinn. Ja, genau. Caps Lock FTW. So, das wollte ich sagen. So, einen Zinn nochmal miseraten. Zack. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso. Ach, Quatsch, miseraten. Mensch, was mache ich denn? So, das auch nochmal. So. So. Ach, wir brauchen ja nochmal 2, ne? Oh, ich bin so ein Depp. Ich bin so ein... Warum sagt mir das keiner von... Oh, Mann. Ihr seid ja tolle Zuschauer. Warum sagt ihr mir das nicht? Brauchen wir auch nochmal 3 Refined Iron. 1, 2, 3. So. Ist auch wieder Blödsinn, was ich hier mache, ne? Ich verrechne mich immer die ganze Zeit. Das hier reicht doch. So. 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 Mal eben ganz kurz durchgeklipst hier. Zack, zack. So. Geht doch. So. Dann haben wir 2 Advanced Machine Blöcke.
Da wollte ich nicht ran, hier wollte ich ran. Das ist wieder weg. So. Dann gucken wir jetzt draußen nochmal nach den... Na. Ne? Water Sails? 4 Stück. Ist ja gar nichts. Gut, dann schauen wir aber nochmal. Wir brauchen ja noch Werkrohre. Ich weiß gar nicht, ob wir davon noch welche haben. Hier sieht es nicht so aus. Haben wir denn noch Basisrohre? Wir haben noch ein Basisrohr. Das ist ja immerhin etwas. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Glowstone. Und zwar 2 Stück. Dann brauchen wir noch einen Stein. Und einen Stock. So, einen Hebel brauchen wir. Dann brauchen wir ein logistisches Werkrohr. Dann können wir schon mal runtergehen und das schon mal anschließen hier unten. Ah, wir brauchen Glasfaserkabel. Das habe ich natürlich vergessen. Los geht's! Los geht's! Den ganzen Kram hier anschließen. Mich ärgert das immer noch ein bisschen, dass wir so wenig Dingens haben. So wenig Kupfer. Aber da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist leider nun mal mein Problem. So, wir können hier aber auch schon mal... Ach so, das Ding geht auch gleich kaputt. Ne? Was soll's? So, hier können wir dann das Ding anschließen. Und hier oben müsste dann im Prinzip das Werkrohr rein. So, dass wir hier dann Input-Output, müssen wir hier nochmal schauen. Finden wir das hier? Jawohl. Ein davon Input und Output haben wir hier noch irgendwo. Irgendwo Rubber. Was sind das? Ach, Melonenkerne, genau. Die wollten wir auch nochmal anpflanzen. So viel noch zu tun. Kakao können wir auch noch anpflanzen, wenn wir wollen. haben wir hier irgendwo die Dinger? 18 Stück hatten wir da schon mal welche von gebaut. Oh Mann. Oh Mann. Da habe ich mir ein großes Eigentor geschossen. Haben wir hier noch irgendwo Rubber rumfliegen? Da. Glatt gefunden. Top. So, dann können wir das nämlich hier schon mal als Input reintun und als Output reintun. So. Und dann brauchen wir im Prinzip nur noch oben unsere... Ach Quatsch. Ah nee, das muss ich ja dann später machen. Dann brauchen wir nur noch unsere Maschinen da dann anschließen. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann müssen wir uns echt mal so langsam drum kümmern, dass wir Kupfer bekommen. Eventuell müssen wir tatsächlich nochmal in die Mine gehen. Und da ein bisschen nach Kupfer suchen. So, 2 Hebel. Hier kommt ja auch noch einer ran. Und dann sieht es tatsächlich so aus, als ob wir uns mal in die Höhle des Löwen begeben müssen und dann mal unten in der... Goldenes Transportrohr? War ich, achso, von unten, klar. Dass wir dann unten mal so ein bisschen wieder in die Mine rein müssen. Wir könnten natürlich auch hinten mal so langsam die Kuhfarm anfangen. Das könnten wir natürlich auch tun. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben ja den Grinder, den Rancher und den Chronotyper. Was für ein Ding wollte ich eigentlich noch bauen? Rancher? Weil den Rancher, den brauchen wir gar nicht. Der ist Blödsinn. Das war völlig blödsinnig, dass ich das gebaut habe. Wir brauchen nämlich noch eine andere Maschine. Da muss ich aber so nochmal reingucken, weil ich leider nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ah, Vorbereitung FTW hier auf diesem Kanal. Das sieht schon mal so langsam gut aus. Chronotyper, Auto-Enchanter, den werden wir auch noch brauchen. Grinder, Breeder, den Breeder brauchen wir noch. Haben wir den Breeder schon? Nee, den Breeder haben wir noch nicht, ne? Genau, den Breeder brauchen wir noch. Ja, und dafür brauchen wir die goldene Kartoffel und die goldenen Äpfel, genau. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Gold, das ist schon mal klar. Dann brauchen wir Karotte, Karotte haben wir. Karotte, noch eine Karotte
Und wir brauchen einen Apfel. Alter, jetzt sag nicht. Jetzt sag nicht, wir haben keinen Apfel. Wir haben keinen Apfel. Nein. Da müssen wir gleich ein bisschen Holz farmen. Scheitert das jetzt wirklich an dem Apfel? Das kann doch nicht sein. Planter, Breeder. Wir brauchen noch Farbstoff-Violetten. Haben wir den wenigstens? Wir haben noch nicht mal mehr Farbstoff. Farbstoff. Wir haben aber diese Indigo-Flower. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ging. So, Breeder, violetten Farbstoff. Kriegen wir aus Rosenrot und Lapislazuli. Haben wir wenigstens noch Rosenrot? Ja, haben wir. Haben wir noch Lapislazuli? Ja, haben wir. Gut, immerhin das. Dann brauchen wir noch Maschinenblock, diesen Factory-Maschinenblock. Und wir brauchen noch Plastik, ne? Plastik haben wir auch noch 3 Stück, die wir brauchen. So. Dann müssen wir mal ein bisschen craften. So, da brauchen wir 2 von. Dann brauchen wir goldene Karotten. Goldene Karotten? Ging die nicht so? Ach, mit Goldnuggets auch noch bescheiden sein. Ich dachte, die hauen jetzt mal richtig rein und wollen richtige Blöcke haben. Nö, nur kleine Nuggets. Gut, sparen wir halt ein bisschen was. So, und dann müssen wir an sich jetzt sogar schon losgehen und ein bisschen Holz farmen, damit wir Äpfel bekommen. So, violetten Farbstoff, den brauchen wir. Die Goldnuggets können weg, das Gold kann weg. Dann brauchen wir eine Axt. Haben wir denn noch eine Axt? Nee, so nicht. Axt. Axt haben wir tatsächlich noch eine. Haben wir nicht mal eine Kettensäge gebaut? Moment. Okay, da ist sie nicht drin. Haben wir sie hier reingepackt? Tatsächlich. Da ist die Kettensäge. So. Dann gehen wir mal hinten in unseren Wald und werden da mal ein bisschen was... Moment, ich wollte mal gucken wegen Setzlingen. Dann können wir da nämlich wieder so einen richtig schönen Baum... Tropenbaum möchte ich nicht so gerne. Eichensetzling können wir mitnehmen. Ist aber nur einer. Dann können wir da so ein bisschen Wald wieder anbauen. Und wenn wir da jetzt alles wieder abholzen. Na los, laufen wir ein bisschen. So. Da hinten in unseren selbst angelegten Wald... Und da werden wir definitiv auch Minimum einen Apfel rauskriegen. Hoffe ich jedenfalls. Oder bin ich eigentlich definitiv der Überzeugung von. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, dann werden wir erstmal hier ein bisschen die Axt quälen. Sodass sie kaputt geht. Da liegt auch schon ein Apfel. Aber wir können ja trotzdem ein bisschen Holz sammeln. Und auch Setzlinge, damit wir hier den Wald ein bisschen größer kriegen. Das war ja auch mal ein Anliegen von mir. Relativ am Anfang sogar noch. Außerdem haben wir dann mal ein bisschen was anderes zu tun, als die ganze Zeit zu craften. Ist ja auch langweilig, oder? So. Müssen natürlich immer schauen, was der Must Fabricator macht. Ob der auch schön ja, UU-Meter herstellt. Auch wenn er wenig Strom bekommt. Aber halt doch schon wichtig, damit wir dann auch Kupfer herstellen können daraus. Um daraus dann auch irgendwann mal die Solarpanels zu machen, damit auch alles ordentlich läuft. Alter, gibt das viel Zeug. Ach, bist du hier? Ach, wir haben das Ding nicht um. Haben wir auch, glaube ich, sogar gar nicht mehr, ne? Ist uns das nicht kaputt gegangen? Von unseren Reisen? Muss er mal wieder neu bauen, so ein Lab-Pack. So eine Batterie, so ein Batterierucksack. Ist ja doof. Aber wir haben auf jeden Fall Minimum einen Apfel. Da liegt auch noch einer. Dann können wir unsere Geräte erstmal wieder aufladen. Reicht ja auch erstmal. So. Dann können wir wieder ein bisschen was pflanzen. 64 Setzlinge haben wir. Oh, noch ein Apfel. Damit wir auch ganz sicher gehen, dass wir genügend haben.
der soll auch schön dicht werden. Deswegen pflanze ich gerade so. Ziemlich willkürlich, wie halt so ein Wald ist. So. So. Drei Gräser haben wir noch abgemacht. Was haben wir noch gekriegt? Eichenlaub. So, kommt daran. Haben wir den ganzen Mist nicht in der Tasche? Na, sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, hier läuft, hier läuft, hier sollte eigentlich laufen. Wir haben mal überlegt, das war unsere erste Maschine. Krass. Und dabei haben wir noch gar nicht so viele Maschinen. So, dann können wir das hier auf jeden Fall... Dann können wir das hier auf jeden Fall schon mal alles wegpacken. Wir brauchen... Ach, wir brauchen ja wieder Goldsetzlinge. Ach nee, hier ist unser Lab-Pack. Ist doch gar nicht kaputt. Habe ich gerade Goldsetzlinge gesagt? Ist natürlich Blödsinn. Wir brauchen Golden Nuggets. Kriegen wir auch aus einem Gold genügend raus. So. Um dann uns einen goldenen Apfel zu bauen. Zack, da ist der goldene Apfel. Gold Nugget kommt weg. Und wir können uns den Breeder bauen. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Da ist der Breeder. So, einlagern können wir das Birkenholz noch. Dann nehmen wir uns mal die Sachen mit. Den Rancher, den werden wir später anschließen. Der ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir brauchen aber noch... Moment, wir brauchen noch Glasfaserkabel. Ich glaube nicht, dass die 13 reichen werden. Wir versuchen es aber trotzdem erstmal damit. So, Glasfieberkabel. Wir brauchen dann noch... was wollte ich denn jetzt noch rausnehmen? Ach ja. Gut, den Wrench, den haben wir dabei. Das heißt, wir können erstmal hingehen und ich brauche noch Erde. Fällt mir gerade ein. Erde. Und zwar zum Abstecken für die ganzen Sachen. Wir brauchen noch goldene Transportrohre. Wir brauchen... jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir brauchen... wir brauchen Zäune. Haben wir denn noch Zäune? 25, das sollte eigentlich reichen. Um dann das Gehege noch ein bisschen anders abzustecken. So, wir müssen nämlich auch gleich mal... Ach, wir müssen noch ein bisschen Weizen mitnehmen für die Kühe, damit wir die auch ein bisschen hin und her schubsen können. So, da haben wir es. Sollte eins reichen, weil wir wollen sie ja nur hin und her ballern. So. Was heißt hin und her ballern? Wir wollen sie ja ein bisschen hin und her locken. Ich will jetzt so ein extra, also so ein kleines extra Gehege bauen, wo ich sie jetzt reinlocke, damit ich hier in Ruhe bauen kann. Das werden wir dann hier jetzt einfach mal hinbauen. So ein kleines mal eben nebenbei Gehäuse. Oder Gehege, nicht Gehäuse. Wir hätten die Kettensäge mal mitnehmen sollen. Ich hole sie mal eben nochmal schnell. Damit wir die Zäune auch schneller abbauen können. So. Und ich hoffe, ich weiß noch... Ach, Quatsch. Und ich hoffe, ich weiß auch noch genau, wie das alles funktioniert hat hier mit dem Aufbau. Da bin ich mir nämlich gar nicht mehr so sicher. Aber wir werden es uns einfach mal anschauen. Ich denke mal, ich sollte es noch hinkriegen. Wir müssen es auf jeden Fall so bauen, dass wir... Ja, wir sollten es auf jeden Fall so bauen, dass unsere Geräte so ungefähr auf der gleichen Höhe sind wie hier. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich wollte ja eigentlich die MFE, die wir hier haben, wollte ich ja eigentlich direkt hier in die Mitte schließen. Wie kriege ich allerdings den Strom dann bis hier hinten hin? Da müssen wir aber ganz schön viel Kabel verlegen. Na gut, aber ist halt so, ne? Was sollen wir machen? Ja, das kriegen wir schon alles hin irgendwie. Vielleicht versetzen wir dann auch das Ganze hier so ein bisschen, dass wir das ein bisschen weiter nach hier vorne setzen. Nach hier so. Und dass wir dann hier die... Ja, das kriegen wir schon alles hin. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal die Kühe umziehen lassen. Das ist jetzt erstmal Prio Nummer 1. So, zack. Dann, liebe Kühe, kommt mal bitte her.